Moin Freunde und herzlich willkommen in einem neuen Part von Far Cry New Dawn mit Bolias und seinem Snipergewehr. Hallöchen. Moin. Geil, Mädchen. Digga, delicious. Uns fehlen 666 Meter, wenn ich hier stehe, zum nächsten Ziel. Das ist ein Zeichen. Geil. Ein klares, klares Zeichen, liebe Leute. Böses Zeichen. Ein, ja, vielleicht auch ein sehr geiles Zeichen. Mein Jahr hat sich gerade angehört wie ein Rülpser, aber es war keiner, Alter. Gummistiefel, Alter. Was hast du gegen meine Gummistiefel? Guck mal den da an. Alter, was ist seine Mission? Können wir den von oben töten? Ja, können wir. Hast du so draufspringen, so Assassin's Creed-mäßig. Oh, das ist ein Kumpel. Jo. Cool. Okay. Ihr habt doch bestimmt ein Fahrzeug. Das ist doch hier eins. Ja gut, das müsste man ein bisschen überarbeiten, aber an sich. Was ist denn mit denen, dass sie da nicht immer mit vernünftig umgehen? Ehrlich, würde mich jetzt ein Bär anspringen? Ich glaube, das ist die Höhle, wo wir eben drinne waren. Ach so? Oder? Ich weiß es nicht. Doch, können. Ja, doch, ja, das ist das Wasser. Toll, Alter. Ja, die waren nur zu blöd für die Ziehübung, oder was? Dankeschön. Danke, hi, Rayman. Ihr seid ganz schön in originale Nichtskönner. Wie war denn der fucking Gleitschirm jetzt, Alter? Und kommen wir da drüben überhaupt hoch? Es ist alles. Digga, spring einfach mal. Ja, sag mir, welche Taste das F. War. Oh. Ja, man muss nur weit genug springen. Oh Gott. Easy, Alter. Gleitschirme sind nur was für Pussys, ey. Ich hab das schon immer gesagt. Ja, du riesen Muschi, Alter. Muschi-Gaming. Ja. So. Geil. Und jetzt beide hier runter an Fallschaden krepieren. Das wäre auch nobel gewesen. Nobel geht die Welt zugrunde. Boah, wir haben aber ein kleines Stückchen noch vor uns. Ja, aber hier, da können wir ja Kräuter sammeln und so. Das ist ja hier. Guck mal, schöne Yucca. Vergesse ich auch die ganze Zeit, dass man die auch noch braucht. Ja. Yucca. Yucca-Palme. Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du das Wort Yucca hörst? Außer Palme? Yokozuna. So, jetzt. Ich kam nicht mehr drauf auf dem Wrestler. Boah. Yokozuna. Von wann ist der? 1960? Der hat gegen Hulk Hogan gekämpft. Oi. Und im Finale hat Hulk Hogan gewonnen und der Manager von Yokozuna wollte ein Foto von Hulk Hogan machen, hatte aber so Pulver drinne und dann konnte Hulk Hogan nicht mehr gucken. Und dann ist halt Yokozuna aufgestanden und hat ihn kaputt gemacht und hat den Sieg eingefahren. Ist das behindert immer. Ich hätte so da gefeiert. Geil war das. Ja, ich wollte sagen, ich hätte so gefeiert. Ey, Mann. Ich kann mich noch dran erinnern, Alter. Das war wie gestern. Wrestling. Aber an Namen, die ich gestern kennengelernt habe, weg. Das ist toll. Großartig. Können wir hier nicht runtersliden mit keine Skia oder so? Ja, mit C kannst du doch hier. Mit C? Ja, aber das slide ich doch nicht. Hä, ich konnte so rutschen. Echt? Heftig. Ja, das ist wieder deine Männlichkeit, Alter, die eskaliert. So wie wenn man irgendwie an der Treppe runtergeht und dann so am Geländer mit seinem Skateboard runter, weißt du? So, Alter. Das ist einfach sehr männlich. Junge, der Posten ist ein Stück größer. Moment, soll ich mal ein bisschen reinsnipen und ein paar markieren? Ja. Nee, hatten wir nicht ein Fernglas oder sowas? Boah, komm mal, hier ist erstmal Gefangenentransport noch. Den werde ich aufhalten. Den sollten wir ja jetzt natürlich kaputt machen. Du kannst nicht vorbei. Oh, wirklich nicht. Header, Digga. Header im Fahren. Ja. Boah, 200er Treffer, das Alter. War's. Guck mal, wie das ist doch Flair, Alter. Flair hat Far Cry New Dawn erfunden. Ja, neuer Vorteilspunkt, Alter. Geil. Digga, kein Problem. Maskulin, du weißt, kann ich mit ihm reden? Die New Edener glauben nicht an Technologie. Vielleicht haben sie recht. Bleib auf der Hut, hörst du? Okay, bleib auf der Hut, Anwender. Ja. Ach, da waren zwei drin oder was? Oder ist das die erste, die rausgefallen ist? Nee, war nur eine. Die liegen auch komplett gleich. Guck mal, wie so ein Maulwurf, den du mit einer Schaufel totschlägst. Ja. Richtig nice. Wie machen Maulwürfe eigentlich? Er nimmt sich jetzt das Auto, wo er eingesperrt war. Alter. Tschüss. Ich brauche eine erhöhte Position, Digga, wenn ich es hier als Sniper dienen soll. Uff. Ich weiß nicht. Diene mir. Bussard. Ja, komm, wir gehen einfach mal rein. Ja, wir können ja crouchen und Takedown und alles so toll. Was für Geräusche, Alter. Ihr hört gar nichts, ihr Nullen. Ihr hört und seht nichts. Wo sind sie denn? So, da ist die Waffe markiert auf jeden Fall. Oh, hier ist was zum Looten. Bestimmt keine Falle. La la la. Oh, fuck. Scheiß Köter, Mann! Alter! Hab ich mich verjagt jetzt hier? Ist die Scheiße am Dampfen, Alter. Junge! Alter, Hund! Oh! Was war nö! Das hat er jetzt neu geworfen. Hab grad irgendein Fernsehen neu geworfen, glaube ich. Was hast du geworfen? Weiß nicht, irgendeine so eine Haftmine oder sowas. Keine Ahnung. Kommen wir nicht weg. Ja, wir natzen die jetzt erstmal weg hier. Lauf doch nicht! Oh nö! Oh, ey, ich muss nachladen. Ich lade 700 Jahre nach. Holy shit. So, erstmal erste Hilfe. So, Freunde, ziehen wir jetzt die andere Seiten auf. Wechseln wir jetzt nämlich die Waffe. So.
Bleibst du? Oh, wo? Ach, da links. Wieso können die im Gehen laufen und dabei auch noch treffen? Was ist denn mit euch? Gehen laufen! Das ist ja, gut. Völlig wahnsinnig sind die, Alter. Die laufen nämlich. Jetzt hockt die sich hin und die schießt über den Kopf oder was? Wenn die mich verarschen. Fick dich, ja, Nutte. Es ist unsterblich. Ich habe jetzt auf die eine hier drei Sägeblattwerfer-Munition verschossen. Ich sehe schon, wir verstehen uns nicht, Nutte. Das ist voll okay, so hock ich doch hin, Schlampe. Ist mir doch egal. Scheiße, ich brenne. Nutte, ich hasse dich, Alter. Tschüss. Alter. Ey, war da, was war denn das? Oh, da kommt noch jemand, Alter. So, du hast hier schon 1000 down, weißt du, meine olle Zill überlebt da 700 Stunden oder was? Ja, dafür hast du am Anfang länger gefightet ohne mich. Lol. Ist doch noch irgendwo was, oder? Hier ist immer noch wer, ja, aber wo? Da oben? Partner wurde entdeckt. Hier bei... Das war gerade original das Bärenpull-WoW-Geräusch. Echt? Ja. Na, hier unterm Baum steht da der Drecksack. Hallo! I still burn like the sun. Tobias Regner, DCS-Staffel irgendwas. So, haben wir auch down. Schön. Bin so ein bisschen... Wo ist jetzt der Bär? Reaper, nur mit... Ich höre auch Schweine, vielleicht ist das auch irgendwann laut. Ah, hier, der ist gefangen! Der ist gefangen? Nein, ja! Alter, ich höre viele Tiere. Tötest du den gefangenen Bären gerade? Nee. Nein! Okay. Oh, pisst euch! Der hat ein Schild sogar dabei, Alter. Heftig. Jo, das war's mit dem Auto. Hallo, Bärchen! Der ist auch so golden, ob das der nette Bär ist? Au! Aber beruhigt euch doch mal jetzt hier, Junge. Pisst euch. Meine Güte. Schau mal, wie alter das Feuer ist. Breitet sich aus. Die kommen im Heli. Die kommen im fucking Heli, ja. Sie landen, die kommen hier. Alter, die landen aber im Feuer. Was tun wir hier? Was ist denn mit denen? Junge, und dieses Schwein, was hier quiekt. Ist es ein Helikopter, den ich da über den Funk höre? Weg. Wie weg? Oh. Was passiert? Weg da! Ja da, weg, doch, Alter, ihr musst gerade Pillen konsumieren. Was ist denn jetzt mit dem Heli? Hast du deine Panzerfaust noch? Ja. Aber ich muss... Nee, keine Mumpel mehr. Oh nein. Da ist ein Flammenwerfer oder was hat die? Ja, fuck. Nö. Oh Mann. Mann, ja, scheiße. Aua. Sollten wir vielleicht einfach mal die Waffe holen? Nee, hier ist zu, oder? Oder? Öffnen? Pass auf, was da jetzt drin ist, Alter. Vielleicht sollten wir die Waffe nutzen gegen den. Mal sehen. Ey, das ist doch derselbe Sägeblattwerfer, oder nicht? Hä? Jetzt ein Sägeblattwerfer? Oh. Oder was soll das sein? Hier sind drei Mumpeln. Ey, ich glaube, ich habe jetzt die exakt selbe Waffe nochmal. Ja, geil. Das dann kann ich die ja nehmen. Das verwirrt mich irgendwie. Hier liegt noch einer. Er sieht ein bisschen anders aus. Da liegt meiner. Hier ist noch einer. Ja, aber dann habe ich ja nicht mehr mein Sniper-Ding und mein Bazooka-Ding. Ja, gut. Also Bazooka würde ich schon gerne mit weiterhin behalten. Ah, vielleicht ist das einfach aufgewertet, weil sie meint jetzt, dass es auch Leute trifft, die hinter Deckung sich verkriechen und das durchschlägt Schilde und so ein Scheiß. Dann ich setze vielleicht, das Next-Level-Ding. Das ist genau das, was mir eben auf den Sack ging, weil ich die alte dreimal hintereinander nicht getroffen habe. Das war natürlich nur das. Guck mal, ein Schild. Bam. Chillig. Ripperino. So, haben wir jetzt alle weg eigentlich? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gedacht, wir müssen jetzt die Waffe finden, weil den Helikopter dann runterbringen kann, aber ich stelle ein bisschen schwierig vor. Auf dieser Werkbank kannst du Waffen bewerten, auseinandernehmen, reinigen, zusammensetzen. Okay. Cool. Oh. Zahnräder hier bei mir. Stand da gerade auf dem Zettel. Auf dem Zettel. Aber ich glaube, wir können das gerade noch nicht. Oder geht das da drin? Bin mir gerade nicht sicher. Ich denke mal, das können wir einfach noch nicht. Dazu müssen wir sie jetzt erstmal nochmal, weißt du? Ja, hier ist deine Waffe, Alter. Wenn wir sie haben, dann schalten wir das frei, dass wir an der Werkbank arbeiten. Genau, hier ist ein Tonband auch noch. Jawohl. Sehr gut. Los Faust fressen. Aber hier sind immer noch Gegner, ne? Ansatzweise, ne? Die fighten aber jetzt auch mit gegen unsere Leute, glaube ich. Es ist alles sehr, sehr mysteriös, was hier passiert ist. Wollen wir den Bären eigentlich befreien? Ich würde lieber das arme Schwein, das hier quiekt, auch retten.
Wo ist der, es denn? Der Bär ist bestimmt böse, Alter, sonst wäre er auch nicht gefangen worden. Ich weiß nicht, ich guck mal hier in den Zug rein. Ja, die sind da drinne, hier in dem pinken Zug. In dem pinken Zug? Junge. Ja. Schweinerei. Hier. Da, kann ich doch aufmachen. Oh! Okay. Es geht auf! Ja. Alter, was denn das? Ah, das sind die Scheiße! Das sind Stinktiere! Das ist eine Stinktierarmee! Das ist eine Stinktierarmee! So! Alter, wie es brennt und verendet ist. Wow. Beschädigte Haut, verbranntes Fleisch. Wieso sind da so viele. Das war eine fucking Großfamilie, Alter. Wie so ein türkischer Mafia-Clan, ja. Das ist Teufel. Ah. Alter, wie krank dieser Zug einfach von innen aus. Ja, Mann, das ist das komplette Goa-Festival hier, Alter. Brandensoße hat hier mit den Stinktieren eingesperrt über Wochen hinweg. Schaff die gestohlenen Materialien. Das habe ich auch. 1 von 3. Ah, ja, okay. Ja, das ist locker. Das ist doch die Mission, die wir hier machen müssen, oder nicht? Ich schätze mal, Mission der Nähe. Ja, beschaffe die Materialien, genau. Aber es müsste auch markiert sein irgendwie, oder? Weiß ich nicht. Sehr seltsam. Es wird auch langsam dunkel, finde ich auch sehr cool. Oh, da kann ich mal einen Kletterhaken benutzen, hier, wie es aussieht. Boah, der böse Bär, ey. Ich höre aber auch schon wieder so ein Fiepen, Alter. Ach, die sind hier immer noch, deswegen höre ich hier ein Fiepen. Wo sind die denn? Die sind hier immer noch. Alter. Ach Mann. So, ich kletter mal hier auf so einen Turm hoch. Ah. Oh. Ibems, der Bergsteiger. So. Tag auch. Guten, Digga. Mehr erste Hilfekästen habe ich voll. Schön. Huhu, ich bin hier oben. Ansonsten kommen wir hier oben. Ah, guck mal da. Dass wir über den Käfig mit dem Bären springen, da in diesen anderen lila Waggon rein. Da ist bestimmt auch was drin. Da neben dir. Ich bin hier hochgekommen. Ach, da. Niu. Wieso? Ja, von hier oben. Nee, da, von da oben kommst du da nicht hin. Doch, oder? Mit dem Seil. Ach so, mit dem Seil. Scheiße, Mann. Ah. Ich wollte jetzt cool, ich dachte, ich habe jetzt cool den Weg gefunden über den Bärenkäfig, Alter. Dabei hätte ich nur wieder rutschen müssen, Mann. Ja, Seil rutschen, hier. Ja, okay. Na Juhu. Gut. Hä? Scheiße. Kacke, du auch. Ja, naja. Was war das denn, also, denn? Vielleicht. Das muss ich nochmal austesten hier. Vielleicht hatte ich doch recht, irgendwie. Was machst du denn da, Alter? Schöner, leider vorbeispringen, jawohl. Der Lifestyle. Ach, guck mal, wie schön der Himmel ist. Sehr schöne Skybox, Alter. Sehr, sehr schöne Skybox. So, das heißt, wir müssen rechtzeitig Leertaste vor. Oh, oh. Warum, Alter? Du Penner, hilf mir. Ey, ich bin da nur hier abgestiegen. Danke, der tötet dich. Du Hurensohn. Oh, nee. Dynamit. Springe von drauf. Oh, mein Gott. Können Bären Leitern hochgehen? Ich hoffe nicht. Die können auf jeden Fall klettern. Ja, aber keine Leiter bestimmt. So, du machst das da schon. Das sieht sehr gut aus. Aua, aua, sehr, er hat mich angefackelt. Er hat mich an. Das ist so der brennende Bär, Junge. Der Höllenbär, aber er ist gleich hin. Ist er haut jetzt ab. No, was ich will dein Fleisch. Ihm, Alter. Dein Fleisch. Die Stinktiere rennen da auch noch Patrouille. Das ist alles sehr traurig. Der Bär ist weg. Oh nein. Haha. Ja gut, ich sehe, wie der ihm hinterher. Wieso schlechten Comic, Alter? Junge, er kommt zurück. Er kommt zurück, um schlechte Rache zu üben, Alter. Die Stinktiere folgen mich hier. Als die Tiere den Wald verließen, Junge. Jetzt kommt er hier wieder her. Jetzt bleibt er da stehen. Da ist er doch. Was macht er denn? Ich kann nicht treffen. Ich kann nicht treffen. Ich auch nicht, er ist zu schnell. Junge, Alter. Was jetzt noch? Ist jetzt was explodiert, Alter? Er kommt wieder zu dir, oder? Kommt er jetzt von hinten an dich rangeschlichen? Nee. Ist das behindert, Mann? Ist das dumm? Nee, ich hab so einen roten Pfeil von dem Bären da. Hallo. Jetzt kommt, er kommt, pass auf, er kommt wieder. Er kam eben da durch diesen Zwischengang durch. Ah, nee, er rennt woanders lang. Er rennt, er greift das Stinktier an. Er greift einfach sinnlos das Stinktier an. Er hat mich aus Anspringen. Oh Gott, er will Rache. Oh, oh. Als Sägeblattwerfer. Jetzt, ja, jetzt, ja! Ja! Geil, Alter. Easy fight, Mann. Ja, voll, wir sollten Alter. Schnell auf schwer stellen. Okay, es ist tatsächlich so, hier oben. Zieh zu dir hoch. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das aufmachen hier.
Fuck. Weiß noch nicht. Ich lese mal diesen Zettel, während du tryhardest. Essmaterialien, Waffen. Das ist das goldene Trio. Die Leute auf den Farmen hier sind zu weich. Die haben wir in der Tasche. Wir kriegen, was wir brauchen und lassen sie dafür in Ruhe. Was Materialien angeht, sucht einfach weiter in den Bunkern und Kisten und allem, was verschlossen ist. Nur was Waffen angeht, müssen wir uns nochmal anstrengen. Eine alte Frau hat hier einen Sägeblattwerfer gebaut, direkt vor unserer Nase. Einen Sägeblattwerfer. Kaum auszudenken, wenn wir den nicht konfisziert hätten. Aber jetzt müssen wir die Einwohner besser überwachen. Wer weiß, was die anderen Arschgesichter hier noch so basteln. Sehr gut, diese miesen Arschgesichter, Alter. Ich krieg so einen Hals. Ich glaube, ich habe wieder zu spät Leertaste gedrückt. Das ist sehr sad, Mann. Sehr, sehr so, sad. So, jetzt drücke ich Leertaste. So. Hä? Willst du mich verarschen? Ich drücke Leertaste und er lässt nicht los. Ich drücke Leertaste, Mann. Ja, du musst es wirklich sehr früh machen. Also, ich bin auch fast wieder komplett runtergenatzt worden. Okay, ich mache das. Ich mache es noch einmal. Achtung, ich guck das jetzt an. Und ansonsten scheiß ich einfach drauf. So, weißt du? Sehr schön. Live to win. Jetzt lass ich los. You da. Ja. Okay. Siehst du, easy game. Sehr schön. Geil. Ist der Bär noch da? Ja. Easy. Weiß gar nicht, was du hast, musst dann hier links raus und hochklettern und dann wieder vom Dach rein quasi. Ja, genau so. Sehr gut. Ausgezeichnet. So. Was, Ewald? Ja, hier ist doch ein Gegner. Schwarzbärenhaut. Wo war da ein Gegner, Alter? Eine Gegnerin. Oha. Sorry. Ja, siehst du, Gender, Junge. Da ist der letzte Container bestimmt. Ich weiß nur gerade noch nicht. Kann ja nur so gehen eigentlich. I'm so excited. Yeah, das war der einfachste. Schön. Das letzte kommt zum Schluss. Ich habe heute sehr weise Sprüche irgendwie parat. So. Wie ist denn da hochgekommen? Einfach nur jumpen? Ja, Mann. Sehr schön. Sie hat sich auf dem Weg zu oben Gelände gemacht. Oh, hä? Man, nein, da drauf jumpen und dann hier rein, Mann. Auf das andere. Wie komm ich das denn? Na, ach so, da auf dem Gegenüber-Ding. Oh, ist ja viel zu einfach. Ich denk so, wieso springt... Ja, natürlich, ich meinte es doch. Oh Mann, ich denk mir, wieso springt er jetzt so oft? Ich hab's so gehört, Alter. Geil. So, jetzt auch noch Muni. Ich hab halt den Round-Umblick-Gedöns, hab ich nicht. Ah ja, man kennt ihn. Okay, die Alte ist jetzt hierher gekommen, glaube ich, ne? Sie steht da vorne, kann das sein? The fuck? Was machst du? Nicht treffen, anscheinend. Ja. Wie heißt das Ding? Stinktier hat mich nochmal angeguckt. Ach so. Ja, miese Stinktier-Familie, Alter. Wusstest du schon immer, dass die nicht gut drauf sind? Hier ist unsere Alter tatsächlich. Ziemlich gut in der Hand, nicht? Hallo, ich rede jetzt mit ihr. Warte, ja. Ich will auch mal hören. Okay, ich drück jetzt. Ja. Ah, ja. Du hast den Highwayman eine ordentliche Backpfeife verpasst. Behalt die Waffe. Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Mich eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe es endgültig nach Prosperity. Ja. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf dich auf. Nice. Cool, ey, unser Schießlehrer ist blind, Alter. Was soll schief gehen? Geil, hier ist ein Backpacker. Den Typen? Ja, Mann. Lars Unlimited ist hier vorne. So. Mit dem da können wir traden. Einer mit so einem Fuchskopf. Den oh ja. Den können wir auch mal holen. Ich wollte hier aber erstmal gucken, was der jetzt hat hier. Infokarten. Munition nachfüllen. Oh ja. Kartografie. Okay. Munition nachfüllen. Ja, na ja, gut. Eintauschen. Alles eintauschen. Bestätigen. Geil. Kampfvorräte. Oha. Ah, hier können wir auch Sachen herstellen. Bei dem herstellen? Ich kann jetzt hier eine Rauchgranate und Molotow-Cocktails herstellen. Okay. Alter, die fighten da oben schon wieder. Wir haben auch eben Ansage bekommen von unseren Lieblingsschwestern, dass sie jetzt, weil wir was zurückgeklaut haben, noch mehr klauen müssen und so. Das ist reine Mathematik, die gegen uns benutzen. Voll nicht nett. Ah ja, Fuchskopf rennt weg. Fuchsi! Fuchsi, was macht der denn? Hallo? Er hat einen Rucksack! Ja, ist das ein... Ja. Fuck it, ich treffe ihn nicht. Oder? Er rennt wieder. Oh Mann. Boah, ich muss unbedingt irgendwie was machen, dass ich schneller laufen kann. Ich glaube, ich habe ihn. Er hat gerade einen Smoke geworfen, ich sehe gar nichts mehr. Oh, shit. Boah. Die habe ich auch hergestellt. Uff, ja, die sind sehr... Ja, er liegt hier, Alter. Das war sehr effektiv anscheinend.
Sehr gut. Oh, oh ja, Panzertape und so weiter. Sehr schön. Lösemittel. Löse, so. Löse. Ich möchte lösen. Sehr schön. Soll ich mal gucken, wo wir jetzt hin müssen? Ja, wir müssen ja dann... den dritten und letzten holen, oder nicht? Was ist denn das links? Oh, wir müssen erstmal links die Hundefarm dann machen im nächsten Part, Alter. Lass erstmal links dann Ausbruch und Timber links machen. Links die Hundefarm. Ja, ja, wir können die Hundefarm das, Timber. Das ist beides, ja. Dann gehen wir da noch in die Richtung und dann können wir dann nächstes Mal heftig mit den Doggies starten, Alter. Nice. Ja, das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, dass da irgendwie Hunde gefangen und gegessen werden, Alter. Da muss ich sagen, nee, nein, das geht auch nicht. Danke. So, komm her, Bello. John Bello. Musst du den Hund streicheln. Ja, steht ist hier ja nicht vernünftig. Wenigstens mal ein Auto rum oder so, Alter. Irgendwas stand hier an der Karte, war ein Quad oder sowas. Hier links hier, hier ist was. Ja, hier wird auch schon wieder geschossen. Was ist denn mit euch? Ich hol das mal. Oh, unsere sind tot, wie es aussieht. Ja, hier ist auch eine heftige Karre von denen. Ach, da ist er ja. RIP. Sahne ich im Abgang. Du bist entdeckt. Ja, ich hab, ich hab hier so ein altes Moped. Das, ich komme ja zu dir. Okay. Boah, ich hab hier irgendein Buggy mit einer fucking Kette als Lenkrad. Richtig chillig aus Handschellen oder so, keine Ahnung. So, wo warst du denn? So. Da oben kommst du. Wie lass das hier? Der will, dass ich sein Auto hier lasse. Es scheidet aber leider aus. So, ich komm dir mal entgegen. Ja, lalala. Ach, da bist mit dem schon. Kann ich nicht so gut fahren. Hallo. Mit ach, dem cool. Kann ich nicht so gut fahren. Okay, dann nehmen wir den. Ja, easy game. Chili, hier sind wir auch undercover, Junge. Das so, gucken wir mal. Danke, ja, in den nächsten 10 Sekunden werden wir dieses Fahrzeug besitzen. Schön! Ja, wir sind, nice. Wir sind schon wieder am Ende von allen drei Parts heute der Aufnahme, ne? Heftig, ich will weitermachen. Ja, krass eigentlich immer, Freunde. Die Zeit ist uns nur geschenkt, ne? Die Zeit ist uns immer nur geschenkt. Und man will trotzdem immer noch mehr. Das ist so traurig. Mensch, ist ein Egoist. La 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 la. Oh, oh, fahr schneller. Ja. So muss hier nämlich mal. Weil Straße ist ja auch eher, ich sag immer, Straßen sind eher was für die Ökos. So. Das ist ja auch so eher biologisch. Also ich habe zum Beispiel auch. Ich gehe auch lieber zu Fuß, muss ich sagen. Wir müssen einfach zu Fuß gehen, das verstehe ich. In diesem Spiel ist es Quatsch mit Fahrzeugen. Es ist absoluter Blödsinn einfach. Unsere Helikopter durften wir ja noch nicht haben, insofern. Nee. Das ist ja nicht mal unsere Schuld auch irgendwo. Was ist das denn? Was ist was denn? Da leuchtet was und da sind Leute in so einem Turm. Ja, dann werden wir diesen Turm jetzt noch auseinandernehmen, Freunde. Dann müssen die Hunde ja so oder so noch eine Woche warten, aber die schaffen das. Die sind strong. Ich meine, das sind Hunde. Und die können das, Alter. Da gibt es bestimmt eine Quest oder sowas, oder? Was ist denn das? Ist das ein Kaffee? Das ist ein Stripclub. Nanas Hochsitz. Ja, offscreen, Lul. Oh. Es ist auch eine Oma, Alter. Oh! Hallo. Abgeschossen. Alter, warst du das? Nein. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Ja. Du kannst mich Nena nennen. Nena. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Ja. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten Dreikäsehochs die Leviten liest. Cool, das klingt nach einem nice Warm-up fürs nächste Mal auf jeden Fall. Dann looten wir einfach noch und können wir im nächsten Part direkt mit dem Schießstand starten. Oh. Anscheinend beginnt es jetzt schon. Oder, Freunde, willkommen im Ende dieses Parts. Schieß auf einen Helm. Ist das ein Helm? Können wir jetzt schon? Ich denke. Hab ich gemacht. Schieße auf die Helme. Achso. Das ist doch noch einer. Da ganz hinten ist noch einer. Oh, er hat auch getroffen. Junge. Zack. Oh oh. Ja, nice, den hast du, okay. Stabil. Hinter uns ist noch. Den mach ich. Da ganz oben, den mach ich. Okay. Chillig. Yeah! Weiß ich nicht. Nee. Oder? Okay. Oha, nur 1,30 noch. Ach, die bewegen sich. Ihh, wie scheiße.
Oh nee, ey, sowas kann ich gar nicht. Vielleicht habe ich auch die falsche Waffe dafür. Machst du das mit dem Sniper? Ja. Na gut. So. Oh nee. Oh. Nein! Oh, da zuckt hier noch so ein bisschen bei mir. Na, jetzt. Was? So. Jetzt haben wir. Ich habe auch welche getroffen. Einen noch? Wo denn? Ach, da geradezu. Ja, ganz hinten. Ja. Was für eine Scheiße, Mann. Was, das Häschen? Achso. Ja. Guckst du, wa? Alle. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas taucht. Er bindt mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lass ein paar Ballons als Ziele steigen. Oh. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Oh, beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Okay, cool. Startet das jetzt wieder, oder? Nee, wir müssen erst hoch, ne? Okay, gut. Dann, Freunde. Soll das, es sei denn, sie rastet jetzt gleich völlig aus, das Ende sein von diesem Part und dann können wir coole, super Ballon, mega schwere Schießübungen beim nächsten Mal machen. Ja! Geil, wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, haut rein. Tschüss! Macht's gut!